Weil wegen Chat und so geht ja keinem was an, wenn das da so geschrieben wird. Gott, das muss ich gerade selber erstmal überlegen. Das stimmt, wir hatten die Hauptquest noch gar nicht weiter angenommen. Und ab Stufe 35 können wir dann auch mit der Weitläufer die Quest weitermachen. Geht ja jetzt gerade noch nicht. Stechen. Was die Mordfälle hier um Herbstkürbissee betrifft, gibt es noch eine weitere Auffälligkeit. Die Opfer waren nämlich allesamt junge Frauen. Und deren rastlose Seelen sollen sich in einem Felsen südwestlich unseres Dorfes verkrochen haben. Aus dem Nachts ihr schrilles Klagen ertönt. Brrr, ganz schön gruselig, was? Zu einem Überfluss soll das Gestein sogar noch gespenstisch leuchten, haben einige der Bergleute berichtet. Ich finde, beziehungsweise du, solltest der Sache mal auf den Grund gehen. Ich leihe dir mal eine Sprengstoffröhren. Dann kannst du etwas Gestein vom Felsen absprengen. Pass aber auf, dass du den nötigen Sicherheitsabstand einhältst, verstanden? Wir wollen ja nicht, dass du von einem Stein erschlagen wirst und in den schaurigen Klagereigen einstimmst. Ja, nee, das wollen wir nicht. Ich bin gerade erschreckt davon, wie viel ich in meinem Inventar habe. Aber wir essen erstmal was. So, Unterchen. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ich habe es bislang für mich behalten, weil ich Medruths Wahnvorstellungen nicht noch mehr Nährboden geben wollte. Aber auch ich habe diesen geflügelten Augapfel gesehen. Ich weiß nicht, ob es bloß Zufall war, aber meine Begegnung mit der Bestie trug sich etwa zur selben Zeit wie die von Medroth zu. Ich war gerade auf dem Heimweg nach Herbstkürbissee, als sich ein Schatten über mich legte. Als ich nach oben schaute, blickte ich direkt in ein gigantisches Auge. Ich schrie vor Schreck auf und rannte so schnell ich konnte in die Sicherheit der Siedlung, ohne mich auch nur einmal umzudrehen. Falls du der Sache auf den Grund gehen möchtest, die Begegnungen ereigneten sich in der felsigen Gegend westlich von hier. Okay, damit haben wir ein paar Aufträge. Jetzt will ich mal gucken. Gut, die Sachen hier können die eigentlich auch annehmen. Wenn ich jetzt noch weiß, wo. Das sind alles nämlich so Aufträge, die muss ich dann auch nicht, muss halt die vorlesen quasi. Können wir jetzt so nebenbei mal machen. Schadet ja nicht. Gibt dir trotzdem als Erfahrung und Items. Tachchen, auch du. So, und wo sollten wir jetzt gen Ups, wo sollten wir jetzt genau hin? Von da kann ich aber auch darüber. Gut, dann haben wir den Chocobo. So, da ist ein schnaufender Diener. Da ist ein schnaufender Diener. Aber der coole Rüstung. So, und in diese Richtung geht's dann weiter. Ich glaube, wir werden jetzt so einige Monster auf uns aufmerksam machen, oder? Na, da ging's sogar. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die springen mehr auf uns an.
Ja, mal hin. Okay, das haben wir. Und ein funkelnder Gesteinsbrocken. Oh, meine dicke Katze. Frag mich immer, wie meine dicke Katze überhaupt hinterherkommt. Müsste sich eigentlich bei den Kilometern, die wir zurücklegen, irgendwie in die Ecke setzen und einfach nichts mehr machen. Es ist eine sehr sportliche, dicke Katze. Und ist das darüber? Nee, ne? Ist gerade gar nicht. Darunter? Weiß es nicht. Doch, kann über uns sein. Ja, ist über uns. Schon nervig hier. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Und die brauchen wir sogar. Just Bestiarium, das müssen wir eh noch vervollständigen. Okay, nur gerade für welches? Ah. Okay, dann brauchen wir nur noch zwei Monster für die Waldläufer, also fürs Waldläufer-Bestiarium. Das ist gut. Große Terrormilbe. Ja. Wie gesagt, die kannst du wiederholen. Besser als Spinnen. Wobei, so einer möchte ich in echt nämlich auch nicht über den Weg laufen. Ich weiß nicht, komme ich von da aus da hoch? Nee. Schade. Nee, von da hinten aber auch nicht. Hier kommen wir lang. Da werden wir hochkommen. Hier ist was. Ach du grüne Nonne, wie soll ich denn da rankommen? Scheiße. Ich bin doch nicht schwindelfrei. Vor allem meine fette Katze schwebt einfach mal so in der Luft. Müssen wir hin. So leicht verworren hier. Bring noch einen mit. Huch. Das bitte einmal übergeben. Nee, ach, das ist, glaube ich, nur eine Quest, ne? Es ist nichts, was wir machen müssen, das ist einfach nur eine Quest. Und dann können wir die auch getrost in Ruhe lassen. Dann können wir einfach weitermachen.
So, dann erstmal hier unsere Quests abgeben. Wie gesagt, kriegen wir wenigstens so ein bisschen Erfahrung. Oh, toll, so ganz kurz davor. Ja gut, aber dafür steigen wir jetzt auf. Ich möchte nämlich wissen, was wir als nächstes mit der Waldläufergilde machen können. Von daher wäre schon ganz interessant. Das Wehklagen ermordeter Mädchen, gespenstisches Leuchten, dein ganzes Dorf in Angst und Schrecken. Doch ein furchtloser Abenteurer zog aus, das Rätsel des Schauerfelsen zu lösen. Ja. Übergab dir die Steine. Dann lass mich das Gestein mal begutachten. Ist ja nicht zu fassen. Der Felsen ist ja ein denaturierter Kristall. Seine Oberfläche ist petrifiziert. Oh Gott. Darum ist er niemandem aufgefallen. Ein Blitzkristall, um genau zu sein. Deshalb auch das Leuchten und Grollen, das die Leute für das Wimmern der Opfer gehalten haben. Der ganze Trubel wegen eines wertlosen Stück Kristall? Nun, mit deinem maskierten Mann scheint dieser Vorfall nichts zu tun zu haben. Tut mir leid, dass du dir die Mühe umsonst gemacht hast. Ja, aber wir sind Stufe 15. Und eine riesige Terrormilbe ist erschienen und du hast ihr den Chaos gemacht? Das ist beeindruckend. Dieses Biest hat uns schon lange in Atem gehalten. Ob du es beabsichtigt hast oder nicht, du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Dafür gebührt dir mein Dank. Doch frage ich mich nun, ob ich die geflügelte Kreatur wirklich gesehen habe oder am Ende alles bloß Einbildung war. Boah, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Stufe 28. Und wir sind aber mit der Hauptquest so ein bisschen weiter hinter, ne? Wir liegen da so ein bisschen weit zurück. Okay. Ach, wieder eine direkte Sequenz. Immer noch keine neuen Erkenntnisse in dieser Mordserie. Niemand kann sich sicher sein, wenn es als nächstes trifft. Wie soll man da nachts noch ein Auge zumachen können? Gar nicht. Vermute ich mal ganz stark. Du siehst aus, als hättest du schon länger nicht mehr ausgeschlafen. Ivarold. Wie kommt's? Normalerweise bist du doch die Ruhe selbst. Dieses Monster hat mir in der Tat einige schlaflose Nächte bereitet in letzter Zeit. Doch mittlerweile bin ich mir absolut sicher, Freunde. Was ich da draußen sah, war keine große Terrormilbe, sondern dieses schwebende Auge. Aber wie soll das denn funktionieren, Ivy? Wir haben das Monster fast zur selben Zeit gesehen, nur an ganz anderen Orten. Die Entfernung ist viel zu groß, als dass es mal eben von mir zu dir herübergeflattert sein könnte. Außerdem hat dieses freundliche Abenteurer doch extra nachgesehen und nichts außer einer riesigen Terrormilbe gefunden. Und dennoch, ich bin felsenfest davon überzeugt, einen gigantischen Augapfel mit Flügeln und mit über mir gesehen zu haben. Also ein Ariman. Oder wie auch immer die Viecher heißen. Bei meiner Ehre als Bergmann. Ich würde sogar meine Portion Feenapfelstrudel heute Abend darauf verwetten. Da muss es dir wahrlich ernst sein. Naja, wir wissen nicht sicher, wie viele dieser geflügelten Augäpfel es gibt, Metrod. Gut möglich, dass Ivy Bekanntschaft mit einem ganzen anderen gemacht hat als du. Moment mal, das würde ja bedeuten, dass an dem Felsen westlich von hier auch ein Leichnam liegt. Lass mich raten, ich soll nachgucken. Ich finde, wir sollten das Problem einer Spezialistin überlassen. Meint ihr nicht? Sowas ist nicht für einfache Bergleute wie uns. Feiglinge. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, Metrod. War schön, dich kennengelernt zu haben, Abenteurerin. Natürlich bin ich an der Wahrheit interessiert, aber man soll seine Nase schließlich nicht in die Angelegenheiten stecken, stimmt's? Sylvie Schwarz ist bei einer erfahrenen Abenteurerin wie dir viel besser aufgehoben.
Wenn du etwas herausfinden solltest, du dich mit der Bruderschaft der Morgenviper hier in Herbstkürbissee in Verbindung setzen. Dieses schließlich auch mit der Untersuchung der Vorfälle beschäftigt. Wir schnappen die Gerüchte bestimmt bald auf und werden sie genüsslich zu einem Bier hier in der Taverne zerkauen. Viel Glück, meine Liebe. Okay. Aber vorher möchte ich gern einmal zur Weitläufergilde. Wenn das hier kein was ausmacht. Neugridania. Ich merke gerade, dass ich eine Nachricht habe. Die ich mir vielleicht mal angucken sollte. Wäre vielleicht ganz vom Vorteil. Richtung hier. Ist er hier, oder? Nee. Warte mal. Will man jetzt nicht eigentlich eine Quest kriegen? Oder ist das das hier dann? Man kann auch das da sein. Ich möchte jetzt nichts behaupten. Yep, scheint so. Nee. Kann eigentlich ja nicht sein. Seltsam. Weil das ist ja Bruderschaft der... Nee. Ah nee, das ist das. Weg der Poesie. Ach! Das ist ein Mühlenbruch. Okay, warte. Will ich einmal zum Mühlenbruch? Weil wenn ich sie jetzt nicht aufnehme, dann... Nehme ich sie nie auf. Deswegen machen wir das mal schnell. Ah, genau hier. Oh, Aldari, dies leuchtet in deinen Augen zeugt von deiner neu gewonnenen Stärke. Dann erinnert mich an meine eigene Jugend. Wie bitte? Du möchtest wissen, warum ich Nurfikas Schar verlassen und im Kampf den Rücken gekehrt habe, um ein Bade zu werden? Nun ja, ich rede nicht gerne darüber, aber du bist nicht irgendjemand und hast ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Alles in Eosea wandelt sich. Auch ich bin da keine Ausnahme. Eines Tages wurde ich der Kraft der Poesie gewahr und ich fühlte mich dazu berufen, sie weiter zu erkunden. Diese Kraft der Poesie ist heutzutage weitestgehend in Vergessenheit geraten. Lieder werden nur noch zum kurzweiligen Vergnügen gespielt. Doch früher gab es eine Zeit, in der Gesänge über Sieg oder Niederlage im Kampf entscheiden konnten. Der Ursprung dafür liegt bei einigen Bogenschützen. Sie behagten den Feind aus der Entfernung, doch als die eigenen Truppen auf den Feind prallten und es im Nahkampfgetümmel kam, mussten sie den Schuss aufsetzen. Trotzdem starrten sie weiter gebannt auf das Kampfgeschehen, um im richtigen Moment weiterzuschießen. Unfähig, die Augen abzuwenden, mussten sie tatenlos zusehen, wie ihre Kameraden im Nahkampf niedergemetzelt wurden. Kannst du dir sicher vorstellen, wie sehr sie gelitten haben? Das Mitgefühl für ihre Kameraden hätte sie beinahe innerlich zerrissen.
Um ihre Kameraden im Kampf beizustehen, um ihnen Mut zu machen, stimmten sie Kriegsliedern an. Damit erfüllten sie ihre kämpfenden Kameraden mit Mut und setzten ihnen in verborgene Kräfte frei. Die Verwundeten und Sterbenden fanden ein wenig Ruhe und Frieden. Den Generälen wurde klar, welche wichtige Rolle die Gesänge spielen können. Doch die Bogenschützen sollten sich weiter auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren, den Beschuss. Deshalb wurde zur moralischen Unterstützung spezielle Musikkorps aufgestellt. Doch ihre Mitglieder waren keine Soldaten. Sie hatten hübsche Stimmen und beherrschten ihre Instrumente, doch es fehlte ihnen an praktischer Kampferfahrung. Sie hatten noch nie die Wogen des Kampfes gespürt oder dem Tod ins Antlitz geblickt. Deshalb klangen ihre Lieder hohl und entfalteten keine Kraft. Die Soldaten blieben davon unberührt. Die Moral von der Geschichte ist, dass du nur eine kraftvolle Melodie erlernen kannst, wenn du dich im Kampf bewährst. Und dafür bietet sich dir schon bald die Gelegenheit. Man erzählt sich auf einem Felsen in der Regenfängerrinne im östlichen Nanuskea, würden rastlose Seelen spuken. Warte auf ihr Erscheinen und treibe sie dann mit deinem Bogen aus. Versuche beim Kampf, den Schmerz der gepeinigten Seelen nachzufühlen. Wenn du ihre Seelenschmerz verinnerlichst, wird dir der Bahnkristall eine neue Melodie offenbaren. Eieieiei. Ich will gerade mal eines machen. Und ich hoffe, dass das klappt, was ich hier tue. Oder schauen wir auch nicht. Es könnte durchaus möglich sein, dass ihr jetzt gleich was hört. Was eigentlich nicht der Fall sein sollte, aber nee. Ihr hört Gott sei Dank nichts. Das ist sehr gut. So. 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 Und so. Wunderbar. Okay, das haben wir einmal. Dann will ich jetzt einmal kurz mich nochmal ums Layout kümmern. Nein, also eigentlich wollte ich das hier haben. Das hier. Das einmal dahin ziehen. Damit ich jetzt hier zum Beispiel halt mal die. Warum kann ich die denn jetzt da nicht? Okay, das geht nur so. Warum kann ich, hä? Der ist irgendwas verstellt? Nee. Boah, mich kann es halt auch nicht mehr raus entfernen. Seltsame Sache. Weiß ich nicht, woran das jetzt liegt. Oh. Na gut, wenn ich für alles eine Antwort hätte, das wäre ein Wunder. Weil ich wollte eigentlich jetzt halt so wie die Tränke hier und alles halt jetzt einfach mal hier reinziehen. Ach, warte mal, ist das vielleicht, weil das. Nee. Ich frage mich halt, warum da. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gut. Dann einmal Rückführung, bitte.
Okay. So, dann einmal Etherit. Dann einmal zum Amphitheater. Ich glaube, da war ja der Mokri. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ja. Wir haben ein neues Kostüm gekriegt. Wie geil. Warte mal. Wir gehen natürlich einmal wieder zurück. Hier hin. Gästezimmer. Beim letzten Mal hat uns Luna da ja ganz gut geholfen. Jetzt mal gucken, ob ich es alleine hinkriege. Ah, okay, die habe ich dann da wieder drin. Das da. Ich hätte auch gerne einmal kurz hier. Ich muss jetzt hier einmal kurz. Huch. Okay, sonst haben wir nirgendwo anders was. Ah, okay, und das sind dann die einzelnen Dinger. Ja, das sieht doch zumindest besser aus als das Thrive-Outfit. Würde ich mal sagen. Es ist zumindest schon mal, ein Anfang. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, warum ich das Geschenk gekriegt habe. Das würde mich eigentlich viel mehr interessieren. Aber okay. Oh Gott. Ein Schokobo-Kostüm. Mein Gott. Taschen. Yep, nehmen wir auch einmal an. Gut. Also was haben wir wo? Das haben wir in Gridania. Das ist aber nicht in Gridania.
Oh, was? Minsa, da. Jäger der Poesie. Okay. Wir reisen einmal dahin. Okay, das wäre im Nordwald gewesen. Aber da wir hier in der Nähe sowieso was haben, passt das. Dann muss ich nur gucken, wie ich hier wegkomme. Ich glaube, hier geradeaus ist gar keine schlechte Idee. Also die Welt, also ne, das Gebiet hier rum, sieht echt cool aus. Aber ich glaube, hier würde ich mich sowieso elendig verlaufen. So. Einmal in die Richtung. Ins östliche. Aber es ist schön hier. Das kann man hier noch sagen. Sieht halt so ein bisschen freundlicher aus als jetzt der tiefe Wald oder die Wüste. Wobei ich mich immer wieder für Daniel entscheiden würde. Wobei, warte mal. Da hinten ist ja noch ein Kristall, ne? Dann aktivieren wir den noch einfach mal. Es wird sowieso mal Zeit, dass wir auch hier die ganzen Kristalle entdecken. Mal ein bisschen dunkler. Bisschen Augen schon da. Nein! Weil, warum funktioniert das denn jetzt plötzlich? Na gut, dann kann ich, solange es jetzt gerade geht. So. Jetzt können wir. Speerfeuer.